Katharina D'Alisa tritt mit ihren neun Kämpfen erstmals beim Octagon MMA-Turnier und vor ihren heimischen Fans in Frankfurt an. In ihrem 10. Kampf wird sie sich ihrer schwersten Gegnerin stellen, der Amerikanerin Mallory Martin. D'Alisa hat 6 Siege und 3 Niederlagen auf ihrem Konto. D'Alisa ist sehr gut auf dem Boden, aber gegen Mallory Martin ist das vielleicht nicht genug. Die Amerikanerin kommt nämlich nach Europa, um ihren Appetit nach 3 Niederlagen aus den letzten 4 Kämpfen bei der UFC zu stillen. Die Veteranin von Invicta und UFC, aber auch LFA, kann ihre Gegnerin sowohl im Stand als auch auf dem Boden beenden. Sie hatte viel härtere Gegnerinnen als Katharina D'Alisa, aber sie kann ihre Fans einzig und allein angenehm überraschen. Der sehr interessante Kampf und auch einzige Frauenkampf im Turnier Octagon 36 kann beginnen. Ja, und hier die ehemalige UFC-Kämpferin Mallory Martin aus Denver, Colorado, macht sich jetzt hier auf dem Weg zu ihrem ersten Kampf auf deutschem Boden. Kommt aus der UFC, hat bei Invicta gekämpft, hat ein Jahr nicht mehr gekämpft, ja. Hat Nehmerqualitäten, kann auch in einem Kampf schwere Treffer kassieren und trotzdem weitermachen. Ja, sie hat das in ihrem letzten Kampf gezeigt, da hat sie, das war noch in der UFC, da hat sie am Anfang des Kampfes mal ein paar wirklich schwere Treffer kassiert, hat sich dann aber durchgebissen und ist auf jeden Fall am Ball geblieben und hat dann im späteren Verlauf des Kampfes noch die Submission geholt. Also auch versierte Grapplerin, sieht sehr austrainiert aus. Sind wir mal gespannt, was Mallory Martin heute aus ihrem technischen Repertoire zeigen kann. Ja. Lebt und trainiert in Denver, Colorado. Ihr Coach ist Bojan, sagt, sie wäre ein kleiner Gangster. Da werden wir gucken, jetzt im Käfig. Und Mallory Martin selbst hat 2 Tage vor dem Event gesagt, dass sie der Meinung ist, dass Katharina D'Alisa nicht in der Lage sein wird, Mallory auf den Boden zu holen. Das ist natürlich super schwierig, denn Katharina D'Alisa ist schwarzgut im Judo. Die ist bekannt dafür, dass sie ihre Gegnerin auch ganz gerne mal rumwirft. Hat super großen Spaß am Ringen. Und die hat da schon auch ihre Kernkompetenzen mit dem Kampfstil gefunden, Leute zu Boden zu bringen, dort zu zermürben. Also es könnte sein, dass Mallory Martin da auch ihre Hausaufgaben mal noch nicht richtig gemacht hat, aber das werden wir gleich sehen. Ja, da kommt Katharina D'Alisa aus MMA Spirit. Die erste Frau für Octagon aus Deutschland, die bei Octagon unter Vertrag ist. Und was ich die schöne Geste finde, lieber Martin, ist, dass auch die Coaches von Mallory Martin hier beim Einlauf von Katharina D'Alisa klatschen. Das ist auch eine kleine Geste, die aber ein sehr, sehr hohes Maß an Respekt einfach zeigt. Und die erste Frankfurterin des Abends ist hier jetzt gerade auf dem Weg zum Cage. Also wir haben es schon angesprochen, sie kommt ursprünglich aus dem Judo, hat 17 Jahre lang Judo gemacht, das heißt, sie hat das einfach im Blut. Und wir haben hier natürlich das klassische Trainerteam bei ihr in der Ecke mit Max Kogan, Nils Schlegel vom MMA Spirit und dem Ringertrainer des MMA Spirit. Und nicht nur ist sie athletisch gut aufgestellt, sondern Katharina ist auch einfach eine smarte Person. Ich hatte sie vor kurzem bei Octagon im Interview. Sie hat Sportmanagement studiert, arbeitet in einer Sportmanagement-Agentur. Und obwohl sie das schon sehr viel von ihrer Zeit einfach in Anspruch nimmt, schafft sie es durchgehend, ohne Fightcamp hin oder her, 10-mal die Woche zu trainieren. Also das ist schon ein ordentliches Pensum. Sehr diszipliniert, sehr respektvoll. Habt ihr auch im Spirit kennengelernt. Sehr nettes Mädchen, Frau. Ja, ich bin gespannt auf ihr Debüt hier. Und das nächste ist ja, sie hat ja im MMA Spirit größtenteils männliche Trainingspartner, die 25 bis 40 Kilo schwerer sind als sie. Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, das hat auch ein guter athletischer Grundstein gelegt. Wenn man es im Training mit so einer Elite-Truppe schon immer schwer hat, dann wird es im Kampf vielleicht umso leichter. Jetzt haben wir hier nochmal beide im direkten Vergleich. Beide sind ähnlich alt, ähnlich groß. Das Gewicht ist bei beiden on point. Aber trotzdem ist aufgrund der UFC-Laufbahn hier Mallory Martin die Favoritin bei den Buchmachern. Aber das haben wir gerade schon bei Jamie Cordero und Jakub Barne gesehen. Das muss nicht so viel heißen. Genau, das muss nicht heißen. Und damit übergeben wir wieder. Ladies and gentlemen, our next contest is a strawweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters and we start in the blue corner.
She is 28 years old, stands 161 centimeters tall, weighing at 52.4 kilograms. Represents Eastern Training Center, and the coaches in her corner are Peter Straub, Sean Madden, and Aaron Porter. With a professional record of 12 fights, 7 wins, and 5 losses. Representing Neruda Cup team Tip Sport, fighting out of United States of America. In the blue corner, Mallory Martin. Und wenn man natürlich gegen die Frankfurterin kämpft, dann ist natürlich auch der lokale Applaus etwas begrenzt. Stands 160 cm tall, weighing in at 52.65 kilos. Represents MMA Spirit Frankfurt, and the coaches in her corner are Mohamed Ouali, Rasa Hayati, and Mehdi Meziri. With a professional record of 9 fights, 6 wins, and 3 losses, fighting out of Germany, Katharina Tigres Dalista! Und da merkt man wieder, was es ausmacht, in Frankfurt zu Hause zu kämpfen. Ja, klar. Das ist die Stärke von Katharina, da im Vorteil. Und mal gucken, wie die Gegner damit umgeht. Mallory Martin kommt hier schon mit erhobenen Händen zum Face-Off. Beide hier fokussiert. Und wir machen uns bereit für den ersten Frauenkampf des Abends, liebe Zuschauer. Und wir sehen hier Katharina Dalista in der Rechtsauslage. Das bedeutet, das rechte Bein steht vorne. Mallory Martin in der Linksauslage. Das heißt, die rechte Hand ist ihre Schlaghand. Und die stehen sich hier Fuß an Fuß gegenüber. Das ist auch stilistisch immer schön anzusehen. Beide tasten sich hier erstmal ab. Beide wirken hier ruhig und gefasst, überhasten hier nichts, tasten sich hier erstmal in ihre Schlagdistanz rein. Schöner Konter hier von Dalista. Katharina geht schön weg von der Schlaghand. Versucht immer mit der linken zu kontern. Schöner Kick. Nochmal mit der linken. Das war richtig, weil musste man mit der linken anfangen. Ja, und Mallory Martin sieht man hier an, dass sie Katharina wirklich scannt wie ein Computer. Oh, schöner rechter, schöner linker, Entschuldigung, Konterhaken hier von Katharina Dalista wieder. Martin wartet ihn ab, schön mit den Haken. Und Mallory Martin beansprucht hier schon mal die Octagon-Mitte für sich. Das bedeutet, Katharina zirkelt hier außen um ihre Gegnerin herum. Aber jetzt haben beide so ein bisschen mehr in ihre Schlagdistanz reingefunden. Beide arbeiten hier technisch wirklich einwandfrei mit sauberen, geraden Schlägen. Also das Boxen. Linke von Katharina, schön. Sehr gut gemacht. Also das Boxen hier gefällt mir von beiden Kämpferinnen ausgesprochen gut. Oh! Die lange linke Schlaghand von Katharina Dalista befördert Mallory Martin auf den Boden. Martin und die rettet den sich hier. Martin geht direkt in Clinch. Letzt sich in Clinch. Schön gedreht von Katharina jetzt. Und schön, jetzt hat sie ihre Gegnerin hier festgepinnt. Das heißt, sie hat die Kontrolle. Und kann eventuell einen Takedown suchen oder aus der kurzen Distanz mit Ellbogen arbeiten. Und da ist natürlich auch das Spezialgebiet der Frankfurter Judo-Kämpferin. Aber die überhastet hier nichts, die überpaced nichts, bleibt hier lang und geduldig. Oh, schön, da kommt er wieder. Also man sieht hier das Muster, dem Katharina Dalista folgt. Sie möchte, dass Mallory Martin hier den ersten Initialstoß gibt und damit sie das auskontern kann. Gefällt mir sehr gut, was Katharina macht. Schön, das sieht sehr gut aus am Plan. Wartet schön ab, geht rechts raus, dann immer schon mit der linken, jetzt ein Kick. Nichts überhastet. Sehr gut gemacht. Beide Kämpferinnen hier wieder super. Wieder schön die linke, overhand, gehauen. Aber Martin hat gut eingesteckt. Und das ist natürlich auch smart von Katharina Dalista, dass sie auf die rechte Seite rausgeht, denn wenn sie sich links rüber bewegt, wird sie smart mit einer rechts-links gerade Kombination. Genau, Dalista darf nicht auf die linke Seite gehen, denn da rennt sie in Mallory Martins Schlaghand in die rechte rein. Das heißt, sie macht das hier gut. Sie als Linksauslegerin, als Rechtsauslegerin zirkelt hier von der Schlaghand weg, setzt sie weitere Akzente. Und ich glaube, die hat schon auch durch diesen Knockdown-Treffer, den sie hier vorhin erzielt bisschen hat, schon Respekt hier auf jeden Fall. Respekt, noch zwei ja. Minuten, drei Minuten sind schon fast um in der ersten Runde. Ja, und Martin ist hier noch etwas zu zögerlich, platzt mit den Angriffen rein, aber die haben noch nicht die nötige Entschlossenheit dahinter gehabt, ja, um wirklich einen sauberen Treffer aufs Kinn zu landen. Man merkt, Katharina ist viel schneller als die Gegner.
Jetzt ein schöner Takedown versucht, schön gekontert, schön. Landen hier im Clinch und jetzt hat sie die Möglichkeit für ein Knie. Gut gemacht hier. Und wieder pinnt Dalise da ihre Gegnerin gegen den Cage, ja. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, bei Mallory Martin muss das nichts heißen. Es gab es schon öfter in Mallory Martins Karriere, dass sie zu Beginn eines Kampfes mal unfassbare Bomben hat einstecken müssen und dann aber hinten raus noch gewonnen hat. Das heißt, Kämpferin. Die ist immer noch für eine Überraschung gut und da hat, muss natürlich auch Katharina Dalise darauf aufpassen. Aber macht die auch sehr gut, die überhastet nicht. Folgt ihren Gameplan. Ja, jetzt war eine gute Rechtsreaktion von der Martin. Ja, und wenn wir Rechtsauslegerin gegen Linksauslegerin haben, stehen sie immer mit dem vorderen Fuß aneinander und das macht Katharina Dalise hier geschickt. Sie positioniert sich hier immer auf der Außenseite, damit sie diese lange Linke eben treffen kann. Also die Beinarbeit von Katharina Dalise gefällt mir ausgesprochen gut. Da manövriert sie sich immer in eine gute Position rein und dann schlägt sie rigoros zu. Noch 43 Sekunden. Und da sind schon mal die ersten interessanten Akzente in der Runde gesetzt worden. Oh! Diese furchtbare linke gerade. Wow, oder es war eigentlich mehr schon so ein Cross, aber straight aufs Kinn. Das hat durch die ganze Halle geschnalzt. Und jetzt sind beide Kämpferinnen hier in der Guard. Das heißt, Mallory Martin hat hier den Oberkörper von Katharina Dalise da noch unter Kontrolle, indem sie die Beine zusammendrückt. Aber Donnerwetter, was für eine... Was für eine linke Overhand hier ins Ziel gekracht ist. Mama mia. Also zwei Knockdowns hier für Katharina Dalise. Denkbar guter Start. Und sie hat einen super Job gemacht. Schöne erste Runde von Katharina. Undeutlich. An den zwei Knockdowns, der letzte. War sehr, sehr gut. Aber beide Kämpferinnen übertreiben es nicht. Sie teilen sich bewusst ihre Kräfte ein, weil sie nämlich um die Nehmerqualitäten voneinander wissen. Die wissen ganz genau, dass die beiden, dass ihre Gegnerin jeweils Kämpferherz hat und dass sie sich immer wieder aufrappeln. Und wir sehen es gleich nochmal in den Highlights hier, was uns diese erste Runde beschert hat. Ja, da sieht man nochmal die schöne linke. Klasse gemacht hier. Super. Schöner Konter. Schön gekontert, abgewartet, paff, da ist die linke direkt drin. Aufs Kinn. Und hier auch nochmal gute Angriffe, wenn sie die Angriffe mit der nötigen Entschlossenheit durchsetzt. Oh, schön abgewartet, der hat gesessen. Und da kommt die zweite Overhand, also wirklich klasse aufs Kinn. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut, Katharina wartet ab, kontert schön aus. Gerade Schläge, einfache Schläge, aber sehr wirksam waren. Was man auch nochmal anmerken muss, beide Kämpferinnen schlagen ziemlich präzise. Also Mallory Martin prescht ab und zu mal ein wenig zu sehr mit den Angriffen rein, dass die Schläge ungenau werden. Aber im Großen und Ganzen technisch erstklassiges Boxen, was wir hier von den beiden Damen sehen dürfen. Und bei Katharina Dalise haben wir natürlich gesehen, mit was für einer vernichtenden Wirkung ihre linken Geraden hier entfalten können, wenn sie die aufs Kinn von Mallory Martin trifft. Zweite Runde. Und jetzt versucht sie sich hier im Clinch oder den Takedown. Wurde aber gut verteidigt von Katharina Dalise. Also einer Dame, die 17 Jahre Judo gemacht hat. Die ist ziemlich schwer auf den Boden zu bekommen, weil das ist einfach eine Balance, die einem da in die Wiege gelegt oder antrainiert wird. Ja, die hat es einfach. Es ist einfach, die Minute zu holen. Jetzt Martin versucht jetzt mehr zu arbeiten. Klar, muss jetzt kommen. Die erste Runde hat sie abgegeben. Oh, Martin versucht es auch hier mit der Schlaghand und versucht hier auch selber, sich von der linken Geraden von Katharina Dalise da wegzubewegen. Die hat jetzt natürlich gemerkt, dass das eine fiese Waffe ist. Aber Dalise da weiter abgeklärt, versucht es hier weiter. Kickt zum Abschluss noch etwas ungenau, den muss sie vielleicht besser vorbereiten. Aber wieder die 1-2-Kombination. Oh. Aber auch direkt die Antwort von Mallory Martin. Ja, die will sich hier weiter nicht geschlagen geben. Natürlich nicht. Oh, schöner Angriff jetzt hier. Jetzt nur Katharina zurück. Also echt guter Frauenkampf, beide schenken sich nichts. Also technisch sehr versiert, technisch super clean. Oh! Da kommt der nächste Treffer von Mallory Martin. Und was mir aufgefallen ist, ist, Katharina Dalise nutzt jetzt auch teilweise den Ellbogen, um ihre Konter durchzuziehen. Das heißt, sie nimmt gar nicht mehr nur die linke gerade, sondern sie versucht auch mal mit dem Ellbogen durchzukommen. Und wenn die natürlich treffen, die sind wirklich vernichtend, denn da hat man keinen Faustschutz drauf, keinen Handschuh drauf. Der Ellbogen ist sehr gefährlich. Der Ellbogen ist einfach nochmal ein ganzes Stück härter, als wenn man eine Faust ins Gesicht bekommt. Also
wo ein Ellbogen trifft, da wächst kein Gras mehr. Und hier kommt sie wieder rein, verkürzt die Distanz hier clever. Muss aber die Schlagdistanz ein bisschen besser finden. Mallory Martin möchte lang bleiben. Oh, dann ist das Jana kurz erwischt worden. Und jetzt ist Martin hier ein wenig statischer, bewegt sich nicht mehr ganz so viel wie zu Beginn der ersten Runde noch. Also ihr scheinen die Treffer von Dalista schon zugesetzt zu haben. Schöne Aufwärtshaken, aber nicht leider nicht getroffen. Katharina kontert direkt. Martin jetzt hier auch mit dem Frontkick zum Körper. Den hat sie getroffen und sie merkt jetzt, dass das auch Wirkungstreffer sind, die sie hier in Richtung vom Solarplexus erzielen kann. Ja, die nehmen auch deine Luft weg. Die Treffer nehmen viel die Luft weg und darauf kommt es jetzt auch an, ab der zweiten Runde, wer die beste Kondition hat. Ja. Also Martin macht hier weiter mit den Frontkicks. Thomas Takedown versucht, aber Katharina ist bereit für Takedowns. Ja, den hat sie kommen sehen, also den Takedown muss er. Oh, guter Ellbogen jetzt durch die Mitte. Ja, da merkt man, die Takedown-Versuche von Mallory, die muss sie besser vorbereiten gegen eine erfahrene Judo-Kämpferin wie Katharina Dalista. Die kann man mit sowas nicht hinterm Ofen vorlocken. Aber die Frontkicks von Mallory Martin, die scheinen gut zu funktionieren. Und ich denke, die sollte sie auch beibehalten, denn damit macht sie Punkte. Und natürlich auch, wie du gesagt hast, Wirkung, denn das geht einfach unglaublich auf die Kondition. Oh, Treffer von Martin hier nochmal. 1,5 Minuten der zweiten Runde. Martin muss jetzt kommen, weil... Ja, schön, schöner Konter, hat das Bein hier gefangen. Also das spricht auch für den Fight-IQ von Katharina Dalista. Sie hat jetzt ein paar Frontkicks gesehen, hat das dann irgendwann bemerkt und verstanden, dass sie die Kicks auch fangen kann und direkt natürlich auch die Möglichkeit für einen Konter hat. Link auf die rechte getroffen. Schöne 1-2-Kombination hier wieder. Was natürlich auch immer, abgesehen von den Füßen, die mit beiden frontal aneinander stehen, jetzt ist auffällig, dass beide auch mit der Führhand direkt immer aneinander stehen. Und guter Treffer hier von Martin, aber... Katharina weiter vor, bisschen Vorwärtsgang, Katharina. Martin versucht jetzt zu kontern. Genau, das ist natürlich auch technisch wichtig, das, was ich gerade angesprochen habe. Wenn beide mit der Führhand aneinander stehen, da kann man nämlich auch ganz gut der Gegnerin die Führhand blockieren und dann schauen, dass man selber nochmal die Deckung runterzieht und mit einem schöner Haken hier nochmal von Katharina Dalista. Gut gemacht. Also sie liegt hier auf jeden Fall nach Punkten vorne, hat die besseren Treffer gesetzt. Frischer aus, beweglicher. Und Mallory Martin hat hier noch kein wirkliches Rezept für den Kampfstil von Katharina Dalista gefunden. Guter Konter hier jetzt wieder. Also Mallory Martin muss jetzt hier auf die Tube drücken und Gas geben und Druck machen. 15 Sekunden in der zweiten Runde. Also nach Punkten wird das hier wahrscheinlich nichts mehr für die Amerikanerin. Oh, schöne Linke von Katharina. Wir haben in der Vergangenheit schon gelernt, dass wir Mallory Martin niemals abschreiben dürfen, auch nicht in der letzten Runde. Und nochmal schön. Getroffen und 2-0 zu Ende. Das sieht schon denkbar gut aus. 2-0 Katharina. Das sieht schon denkbar gut aus. Also ich denke, wenn Martin diesen Kampf noch drehen will, muss sie den Finish in der letzten Runde holen, sonst... Nach Punkten geht das an die Katharina. Tolle 2 Runden von Katharina auf jeden Fall. Tolle linke Treffer mit der linken. Sehr gut, schön, beweglich, immer rechts raus. Gefällt mir sehr gut, ruhig. Lässt sich nicht aus ihrem Gameplan rauslocken. Takedown-Versuche von Martin. Die ist immer da, die weiß, wann die kommen. Sehr gut. Wie gesagt, 2-0 nach Runden. Wenn Martin diesen Kampf gewinnen will, muss sie jetzt in der letzten Runde alles oder nichts. Ja, absolut. Absolut. Und hier sehen wir noch mal ein paar Highlights aus der zweiten Runde. Da kamen die Frontkicks von Mallory Martin, die haben gut funktioniert. Da wird der Coach sicherlich auch sagen, sie soll das beibehalten. Und jetzt darf auch Mallory Martin hier nicht überstürzen. Und die Quoten haben sich einmal um 180 Grad gedreht zugunsten der Frankfurterin Katharina Dalista. Ja, aber Katharina muss in der letzten Runde genauso weitermachen, wie in der zweiten und der ersten aufgehört hat, weil... Die Amerikanerin, die weiß auf jeden Fall, die muss jetzt abliefern in der dritten Runde, deswegen muss man wachsam sein. Aber Dalista wird hier schauen, dass sie nichts anbrennen lässt. Die sieht noch ruhig und gefasst aus. Natürlich hat sie jetzt auch schon einige Treffer ausgeteilt und eingesteckt, aber die ist noch fit, die ist noch spritzig. Und die wird natürlich schauen, dass sie genauso weitermacht. Versucht, aber die sieht Katharina. Man muss Takedowns vorbereiten mit Schlägen und die versucht einfach einen Takedown. Von Weitem ist schwer. Und jetzt kommt hier schon Martin aus eigener Initiative und fängt mit den Boxkombinationen an. Und muss aber auch hier aufpassen, dass sie nicht in die Konter von Katharina Dalista reinläuft. Denn in der ersten Runde haben wir gesehen, die können absolut vernichtend sein.
Geht zum Körper hier von Dalisa. Und Martin muss jetzt hier in den Vorwärtsgang. In Low Kicks von Katharina. Das Bein sieht man ein bisschen gerötet. Ja. Und Martin hat die Deckung hier weiterhin oben, macht die Deckung aber auf, sobald sie angreift. Das ist eine gute Waffe gegen andere auswärtige Kämpferinnen. Immer mit dem Bein voll, immer die Low Kicks. Ja. Ja, da sieht man schon. Ja, so Dalisa hat ein paar Low Kicks gezeigt, die haben aufs vordere Bein von Mallory Martin getroffen und damit hat sie ihr natürlich auch ihre Mobilität genommen. Schöne 1-2 nochmal hier. Und Martin muss jetzt hier etwas machen. Schöne linke Nummer von Katharina. Sie blutet schon aus der Nase. Man sieht schon an Marys Gesicht, dass sie gezeichnet ist von den Treffern von Dalisa. Sie ist eine Kämpfer, wie du gesagt hast, sie wird bestimmt nicht aufgeben. Aber Katharina macht das sehr gut, punktet die jetzt aus, wieder Low Kick, Boxen, da Low Kick. Da kam jetzt mal eine gute Führhand von Mallory Martin rein. Also sie kann treffen, wenn sie wirklich mit hundertprozentiger Entschlossenheit in den Angriff reingeht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass einfach die Konter aus der ersten Runde, mit der Katharina Dalisa dann getroffen hat, dass die natürlich enorm Respekt eingeflößt haben. Und wenn man auf Konter kämpfen möchte oder auf Angriff kämpfen möchte und dann gekontert wird, dann nimmt einem das natürlich die hauptsächliche Waffe, mit der man da zu Werke geht. Und jetzt versucht sie nochmal. Verkürzt die Distanz, beide landen im Clinch. Bei dem Clinch. Katharina schön gedreht zum Käfig. Jetzt im Clinch. Beide weiterhin im Clinch. Martin landet da ein Knie. Dann ist aber bei Dalisa keine wirkliche Wirkung gezeigt zu haben. Die macht ihn munter weiter, die lässt sich da gar nicht von beeindrucken. Also Mallory Martin hat noch gute 2,5 Minuten hier, um nennenswerte Akzente oder ein Finish in diesem Kampf zu setzen. Also sie muss jetzt, wenn sie diesen Kampf gewinnen möchte, alles auf eine Karte setzen. Ansonsten wird das hier schwierig. Katharina macht sehr gut, die bewegt sich den ganzen Kampf lang, die bleibt nicht stehen. Macht sich einfach für die Gegnerin. Ja, und abgesehen von den Körpertreffern, die Dalisa jetzt mit den Frontkicks in der zweiten Runde genommen hat, macht Dalisa das auch clever, dass sie gar nicht großartig die Möglichkeit bietet, sich treffen zu lassen. Sie bewegt sich sehr smart, ja. Kämpft sehr schlau, sie nimmt nicht viel Schaden. Bewegt sich immer viel. Sobald sie ihren Angriff gemacht hat, geht sie aus der Schlagdistanz von Martin raus. 2 Minuten noch. Und Martin wirkt jetzt so, als wäre sie mental schon an diesem Kampf vorbei. Sie wirkt jetzt nicht mehr, als hätte sie nennenswert noch den Dampf, um hier Akzente in dem Kampf zu setzen. Also Dalisa hat ihre Gegnerin hier zermürbt. Und wird jetzt hier schauen, dass sie dieses Ding sicher nach Hause fahren kann. Die wird weiterhin noch mit ihrer linken Geraden arbeiten. Vielleicht bekommt sie Mallory Martin damit noch einmal zu Boden. Aber jetzt wirken auch die Low Kicks, das sieht man hier. Oh, schöner 1-2 nochmal hier von Dalisa. 1,5 Minuten noch. Und da geht auch Mallory Martin noch einmal in den Vorwärtsgang. Schöner Kampf von Katharina. Sehr, sehr überlegend. Sehr also taktisch sehr gut, technisch sehr gut geleitet. Ja, also sehr, sehr smart gekämpft. Gegnerin weich gekocht, selber wenig Schaden genommen. Und übersichtlich, sehr übersichtlich der Kampf. Katharina ist auch bekannt dafür, dass sie gerne in kürzeren Zeitintervallen öfters kämpft, weil sie einfach ein absolutes Trainingsbiest ist. Das sagen auch ihre Trainingspartner, die ist 10-mal die Woche im Gym. Und wenn sie verletzungsfrei aus dem Kampf rausgeht, dann nimmt sie sich gleich schon die nächste Gegnerin zur Brust. Also wir können vielleicht schon damit rechnen, dass wir Katharina Dalisa auch bald wieder im Oktagon sehen. Und die letzten 30 Sekunden laufen. Gibt es hier jetzt noch mal einen Harakiri von Mallory Martin oder ist das ein sicherer Sieg für Katharina Dalisa? Ich glaube, Katharina lässt sich das nicht mehr nehmen. Die Boxt einfach aus, bewegt sich. Lässt hier nichts anbrennen, sehr gut. Nochmal Low Kick. 15 Sekunden. Schöne, kommt jetzt noch mal hier. Ist sie abgerutscht. Das war wahrscheinlich kein Wirkungstreffer, aber ein schöner Kick zum Körper von Katharina. Und die letzten Sekunden.
Katharina Wotten. Ladies and gentlemen, your referee scored this fight. All three judges scored the same points, 30-27, for the winner from the red corner, Katharina Dalizda. Katharina, erstmal Glückwunsch zu deinem Sieg. Klasse gemacht, technisch guter Kampf. Du hast in der ersten Runde zweimal angeklingelt, hast mit einer langen Linken super gut getroffen. Erzähl, wie hast du den Kampf erlebt? Ja, war super. Also hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich wieder im Cage stehen durfte. Das war für meine Verhältnisse eine sehr lange Pause. Ja, wir haben genau an diesen Sachen gefeilt und die Sachen habe ich dann noch versucht umzusetzen. Und ich würde sagen, es hat geklappt. Und ich muss sagen, diese Handschuhe, die connecten echt gut. Okay, so she says it's all been fun for her. She's been very well prepared and this is exactly what they've been working at. So she was just here to execute the game plan. Okay, Katharina, du hast jetzt dein Octagon-Debüt mehr als erfolgreich gemacht, super Kampf geliefert. Was kommt als nächstes für dich? Ja, ich würde sagen, ein zweiter Octagon-Fight. Also Gegnerin ist noch offen, aber ja, ich habe Bock, ich bin fit, ich habe, glaube ich, nicht so viel abbekommen, kann weitergehen. Okay, so she's ready to fight again very soon. She's not hurt, she's not injured. She says, let's go, and she's going to be happy to fight again. Katharina Dalizda, meine Damen und Herren. Dankeschön. Sauber, bitte. Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Octagon MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de.